Wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, neige ich überhaupt nicht zu Übertreibungen und würde nie, nie auch nur ansatzweise irgendetwas sagen, das nicht garantiert zu 100% exakt so passiert ist und vor allem dabei auch nicht übertrieben wild gestikulieren beziehungsweise mit meiner Stimme Achterbahn fahren, sodass das Ganze für euch jenseits der Grenze des Erträglichen ist. Herzlich willkommen im Sammlungsupdate jeden Sonntag hier um 17 Uhr auf Playzocker Reviews. Aber ganz ehrlich, diese Woche muss ich wirklich mit einem wilden Statement beginnen. Die letzte Woche, die vergangenen 7 Tage waren für mich einfach die geilste Woche des Jahres 2016, wenn nicht sogar die geilste Zeit aller Jahre, die irgendwo vorne einen Zweier hat. Es ist eine Menge passiert. Ich bin gerade gestern Abend erst wieder zurückgekommen vom Strand in Jesolo, gut erholt, braun gebrannt, was einerseits euch sicher massig interessiert und ihr vor allem nicht sehen könnt, weil wir gerade gemeinsam das Sammlungsupdate machen. Aber egal, mir geht's gut, meinen Nachbarn ging's vergangene Woche nicht ganz so gut, weil der Postmann nicht nur zweimal geklingelt hat, sondern doch das ein oder andere Mal und ihnen nicht nur ein paar Kleinigkeiten gebracht hat, sondern tatsächlich auch das geilste und wertvollste Stück meiner Filmsammlung. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute über dieses Sammlungsupdate. Es wird heute wieder ein kleines bisschen dauern, nicht nur für mich, eine Achterbahnfahrt der Gefühle darstellen, aber wir haben kleine M-Rays von Amazon. Ich habe mich zum ersten Mal an Verkäufe in Facebook-Gruppen gewagt. Film Arena hat geliefert über eBay. Dazu kommen wir später noch. Und das ein oder andere Mediabook ist ebenfalls bei mir gelandet. Aber kommen wir ganz am Anfang noch einmal zurück auf das Thema Jesolo. Natürlich gibt's in diesen ganzen italienischen Bazarstädten, wie man sie eigentlich nennen kann, so Legnano, Jesolo und so weiter, das ein oder andere Verkaufsgeschäft. Ihr wisst, ich habe schon sehr, sehr viele T-Shirts, vor allem sehr, sehr viele Comic- und Cartoon-T-Shirts und mir deswegen eigentlich vorgenommen, dass ich mir dort nicht unbedingt noch etwas kaufen muss, aber dann habe ich ein Shirt entdeckt, das ich einfach haben musste, das mir einfach nur wahnsinnig gut gefallen hat, nämlich der Mugshot Joker. Finde ich einfach nur genial, habe ich zum Preis von 15 Steinen nicht Nein sagen können, aber damit sind wir jetzt endlich drinnen, direkt in den Filmsachen, die da vergangene Woche ihren Weg zu mir gefunden haben. Das erste, das ich bekommen habe, ist von der OFDB das Mediabook zum John Schlesinger Film Das Ritual. Da verrate ich euch an der Stelle jetzt einmal noch nicht allzu viel. Das kam nämlich als Pressemuster für meinen Blu-ray-Check. Theoretisch schon vor meinem Urlaub bekommen, aber ich hatte einfach überhaupt keine Zeit, mich darum zu kümmern, mir das Ganze anzuschauen. Aber ich freue mich sehr auf den Film und auf das Mediabook. Das Ganze seht ihr dann definitiv hier bei mir in den nächsten Tagen. Aber ein besonders interessantes Mediabook, das ich bekommen habe, ist mehr oder weniger ein Mediabook Re-Release. Habe ich ersteigert bei einer Facebook-Auktion, nämlich das neue Adam Chaplin Mediabook. Nicht wie von Dragon mit der normalen ungekürzten Fassung, sondern diesmal im Extended Cut, der noch einmal 4 Minuten länger ist als die reguläre Uncut-Fassung. Und das aber nicht in Form von Handlungsszenen, sondern tatsächlich haben sie es geschafft, diesen Film, der, muss man sagen, bereits in seiner ursprünglichen Version nicht viel mehr als Gewaltszenen zu bieten hat, noch einmal um Gewaltszenen anzureichern. Das Ganze limitiert auf 750 Stück. Eigentlich ein Mediabook, wo ich eben auf einen guten Preis warten wollte, bei der Auktion um 22 Steine, dachte ich mir, okay, und mehr als okay ist dieses Mediabook auch nicht. Bereits auf dem Frontcover, finde ich, sieht man relativ deutlich, dass die Zeichnung, die ja eigentlich saugeil ist, relativ unscharf ist und irgendwie nicht besonders gut verarbeitet ausschaut. Nicht besonders gut verarbeitet ist auch mein Mediabook, wo, finde ich, hier beim Frontcover einfach irgendwie was vorsteht und das Ganze nicht besonders gerade ist. Es wirkt einfach ziemlich billig, auch wenn wir dann ins Innere schauen und hier eben dann einerseits die
DVD bzw. die Blu-ray finden mit dem Extended Cut, der zumindest laut Cover überprüfen konnte, ich aus Zeitgründen noch nicht, auch auf der Blu-ray nur in 720p, also nicht einmal in Full HD Auflösung vorliegt, was jetzt auch mäßig spannend ist. Außerdem steht da drinnen beim Booklet, das sagenhafte 2, 4, 6, 8 Seiten umfasst, dass alle Texte, wenn es keine spezielle Quellenangabe gibt, von der Wikipedia sind, auch ein wirklich tolles Qualitätskriterium, vor allem wenn wir bedenken, wie viele Texte in diesem Mediabook sind. Da gibt es Hintergrundinformationen von Schnittberichte.com, dann gibt es einige Screenshots aus den neuen Extended Edition Szenen, dann gibt unten noch einmal Cast and Crew Angaben bzw. eine Covergalerie von dem Film, wo wir einige Cover ja schon kennen von diversen Mediabooks und so weiter bzw. dem deutschen Cut Release. Da gibt es allerdings ehrlich gesagt ganz links oben eines, das nur mit Schwarz-Weiß arbeitet, das mir persönlich eigentlich von allen am besten gefällt, wobei dieses blau-rot gezeichnete auch nicht so schlecht ist. Da hat die Wikipedia nicht besonders viel arbeiten müssen für das. Naja, eigentlich ein relativ maues Mediabook, zum Glück nicht zum Vollpreis gekauft, aber ich muss sagen, ich mochte den Film, ich mag das Artwork, auch wenn es leider nicht so scharf ist. Ich habe sogar zu Adam Chaplin ein Lang-Review, ein quasi Zockiplatz der Kragen, wie es noch nicht so geheißen hat, gemacht. Also falls ihr euch dafür interessiert, das findet ihr auch noch auf meinem Kanal. Einige Zeit nach dem Release von Maniac Cop im Mediabook liefert NSM jetzt auch den Film Maniac Cop 3 nach und ich gehe ganz ehrlich davon aus, dass der zweite Teil auch hoffentlich relativ bald im Mediabook erscheint. Mein Cover in diesem Fall ist das Cover A, entspricht der alten deutschen Version, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und ist, ich muss zugeben, wie eigentlich teilweise bereits beim ersten Teil, hier so, dass einige Motive schon relativ ähnlich sind. Es gibt ein anderes Covermotiv, da ist mehr oder weniger dieses Bildelement auf der anderen Seite. Es gibt eines, das sieht man vom Maniac Cop nur mehr oder weniger ein bisschen, eine anders bearbeitete bzw. anders gezeichnete Version. Aber grundsätzlich sind die Artworks teilweise recht ähnlich, mit Ausnahme von dem amerikanischen Motiv, glaube ich, was es ist, was mir gar nicht gefällt. Aber das war im Endeffekt dann doch die Version, die mir persönlich am besten gefallen hat, obwohl es, muss ich leider in dem Fall dazu sagen, die Version ist die, die höchste Limitierung hat. Da gibt es 999 Stück davon, von anderen Covermotiven zu dem Film gibt es deutlich weniger und das ist ja für mich immer auch ein bisschen ein Kriterium. Da haben wir zum Beispiel, das ist das eine Covermotiv, das ich vorher angesprochen habe mit der anderen Version von Maniac Cop und diesem Bild auf der anderen Seite. Und dann wird wahrscheinlich genau hier dieses amerikanische Motiv drauf sein auf der DVD, das mir persönlich nicht unbedingt gefällt. Schauen wir mal unter die Discs. Man merkt vielleicht, dass ich auf Urlaub war, weil natürlich meine Stimme wieder mal ein kleines bisschen beeinträchtigt ist. Da eine Szene aus dem Film. Okay, das Bild schaut irgendwie wahnsinnig aus, schaut ein bisschen traumatesk aus, muss man schon fast sagen. Im Mediabook dann, wie gewohnt, Text und Bilder angeordnet, wie gewohnt, von NSM. Man muss sagen, einerseits ein Standard-Mediabook, aber andererseits finde ich auch eines, das mir persönlich durchaus relativ gut gefällt. Dann muss ich nur ganz schnell für mich wieder mal die beiden Discs reingeben. Bekommen habe ich das Mediabook übrigens, wie auch die anderen Mediabooks, die jetzt noch dastehen, von NSM und 84 von Pretz Media, einem wirklich empfehlenswerten Shop, wo man sich, wenn man in Wien wohnt, einerseits die Sachen direkt persönlich abholen kann, beziehungsweise der auch wirklich großartig verpackt verschickt. Aber schauen wir weiter zu einem anderen Mediabook von NSM, nämlich zu Alienation Space Cop LA 1991 oder wie man vielleicht auch dazu sagen kann, Zungenbrecher The Movie. Ein Science-Fiction-Film, übrigens von Gail Ann Hurd produziert, die auch bei Terminator dabei war. Aber ich muss sagen, dieser Film ist einer der Kandidaten, wo ich mich extreme Probleme hatte, mir ein Cover auszusuchen, weil von den drei Motiven gefällt mir wirklich
gar keins. Und das war noch ansatzweise das, womit ich mich am besten anfreunden konnte, aber in Wirklichkeit ist auch das überhaupt nicht mein Fall. Ist aber auch hier zum Beispiel auf der Blu-ray aufgedruckt und dann gibt es hier noch ein anderes Covermotiv auf der DVD. Was da aber, finde ich, im Mediabook schon relativ cool aussieht, ist für mich irgendwie das Innenartwork. Ist zwar auch, wie von den aktuellen NSM-Mediabooks gewohnt, mehr oder weniger nur eine Filmszene, die dafür aber, finde ich, relativ cool aussieht. Und was ich ganz besonders genial finde, ist dieses Wanted-Poster hier auf der Rückseite vom Booklet. Das gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir eben, wie gewohnt, die Mischung Text und Bild im Booklet. Das Ganze mit dem gewohnten Design, aber finde ich eigentlich relativ nett aufbereitet und relativ cool gemacht. Mit der Ausnahme vom Frontcover muss ich ja sagen, ein Mediabook, das mir durchaus nicht schlecht taugt. Ich hoffe dann halt im Endeffekt auch, dass mir der Film letztendlich gefällt, beziehungsweise, dass mir Deadpool nicht allzu böse ist, dass ich ihn da jetzt bei der Vorstellung von dem Mediabook kurz schlafen gelegt habe. Ich muss ihn wieder irgendwie aufstellen, so brav sein. Dann, das nächste NSM Mediabook, das bei mir gelandet ist, ist Vincent Price in Der Rabe. Ein Roger Corman Film nach Edgar Allan Poe. Und man muss wirklich sagen, dieses Poster-Artwork fand ich absolut genial. Es gibt auch bei dem Film natürlich, wie von NSM gewohnt, mehrere Covermotive, wo mir diesmal sogar mehrere relativ gut gefallen haben. Aber ich fand einfach, dass das mit Abstand noch am wahnsinnigsten und am durchgeknalltesten ist, wie alleine, finde ich, dieser Spruch ist, der Film mit dem Vogel, genauso wie ich bei mir sagen könnte, der YouTuber mit dem Vogel. Aber sieht, finde ich, wirklich einfach nur großartig aus. Wobei ich persönlich mir durchaus in dem Fall wünschen hätte können, dass in dem Fall das Front- und das Backcover-Artwork vom Mediabook vielleicht ein bisschen besser zusammenspielt, weil ich irgendwie finde, dass das gezeichnete Frontcover wirklich genial ist, aber eben nicht so ganz perfekt zu den Filmbildern beziehungsweise dem eben grundsätzlich nicht gezeichneten beziehungsweise auf Realfotos aufbauenden Backcover passt. Aber schauen wir mal auf die Blu-ray-Disc mit diesem Alternativcover und dann natürlich hier das Covermotiv, das für mich gar nicht in Frage kam, glaube ich, wird das gewesen sein, was bei der alten MGM-DVD verwendet wurde und grundsätzlich muss ich ja sagen, es einerseits das Innenartwork diesmal wirklich geil ist, das finde ich echt cool. Und andererseits, dass ich diese MGM-DVD-Cover alle eigentlich absolut schrecklich finde. Ich verstehe es definitiv, dass das NSM die auch als Covermotive für die Mediabooks verwendet, weil es sind quasi unter Anführungszeichen klassische Motive von dem Film, aber ich persönlich könnte mir die nie ins Regal stellen, weil ich fand die damals schon bei den MGM-DVDs derartig unpassend und derartig komisch. Filme, keine Ahnung, aus den 60er Jahren mit irgendwelchen möchtegern modernen Motiven auszustatten, da finde ich einfach solche Original-Kino- oder VHS-Cover. Außerdem muss man da auch sagen, wirklich genial aufbereitet, cool, kontrastreich und farbenfroh. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Dann, auch hier muss ich ganz schnell off-camera die Discs wieder reingeben. Und wir kommen zur neuen Mediabook-Reihe von 84 Entertainment. 84 hat jetzt nämlich auch den Sylvester Stallone-Film Lock Up im Mediabook veröffentlicht, wo ich eigentlich ursprünglich gedacht habe, ich werde dieses Mediabook auslassen. Dann allerdings habe ich dieses Cover-Artwork gesehen und war sofort davon überzeugt, okay, das muss dann doch in meine Sammlung. 84 hat zwar teilweise in der letzten Zeit Kritik dafür bekommen, dass sie reißerische gezeichnete Cover-Artworks nehmen, die jetzt dann nicht so ganz zum Film passen, wie zum Beispiel beim City High, beziehungsweise auch bei Red Heat.
Ich persönlich liebe diese beiden Covermotive, weil ich einfach ein Riesenfan von gezeichneten Covermotiven bin. Und mir gefällt auch hier das Motiv von Lock Up sehr, sehr gut. Wobei man das in Wirklichkeit, finde ich, da gar nicht anwenden kann, weil das passt eigentlich schon ziemlich gut zum Film. Und Stallone schaut einfach ziemlich genial aus drauf. Im Inneren, wie gewohnt, wieder mit Blu-ray und DVD. Und dazwischen dann ein Innenartwork durchgehender Natur und auch, wenn man da jetzt dann ein kleines Podest aufbauen, dann kann ich das leichter machen, genau. Und hier auch mit demselben Artwork, beziehungsweise demselben grundlegenden Design, könnte man sagen, das aktuell auch NSM verwendet, ein diesmal relativ ausführlich wirkendes Booklet mit zahlreichen Filmbildern und einem Text, der geschrieben wurde von Christoph Kellerbach. Das ganze Booklet umfasst genau diesmal sogar 20 Seiten. Eine wirklich coole Sache. Was ich allerdings gewusst habe, als ich die Ankündigung von den neuen 84 Media Books gesehen habe, es gibt einen Film, wo ich jetzt auch nicht unbedingt mir ein Mediabook kaufen hätte müssen, wo mir dann allerdings das Cover Artwork den Rest gegeben hat und ich musste es unbedingt haben. Für mich eines der wahrscheinlich genialsten Mediabook Frontcover dieses Jahres ist Mother's Day. Wie geil das aussieht, wie herrlich, dass in Wirklichkeit einerseits die durchgeknallte Natur des Films bei diesen drei Typen charakterisiert, beziehungsweise bei den Opfern, wie höchstwahrscheinlich die Mutter da noch im Hintergrund drüber schaut. Das Ganze ist einfach perfekt gezeichnet, sieht einfach großartig aus und hat genau diesen reißerischen Stil, wie ich ihn liebe. Ganz ehrlich, ob jetzt die Charaktere auf dem Cover denen im Film wirklich so ganz perfekt ähnlich schauen, ist mir da, muss ich schon fast sagen, eher zweitrangig. Da geht es mir wirklich nur darum, dass das Covermotiv genommen wirklich genial ist. Auch beim Backcover wieder ein Stilbruch, muss man schon sagen, weil eben Frontcover gezeichnet, beim Backcover nichts Gezeichnetes. Aber ich muss sagen, insgesamt finde ich den Release trotzdem ziemlich, ziemlich cool. Was da auf der Blu-ray drauf ist, gefällt mir auch. Ein relativ einfaches Innenartwork auf der linken Seite. Und da haben wir jetzt diesmal sogar ein nicht ganz durchgehendes Motiv, sondern zwei Einzelbilder. Was allerdings mich diesmal nicht so stört wie normal, weil es finde ich irgendwie als Vorher-Nachher-Geschichte relativ interessant ist. Das Booklet, diesmal wieder geschrieben von Christoph Kellerbach, mit einem Umfang von 20 Seiten. Relativ ausführlich, macht hier auch von der Gestaltung her einen wirklich guten Eindruck. Nachdem ich das Mediabook jetzt allerdings kurz bevor ich das Video aufnehme zum allerersten Mal ausgepackt habe, konnte ich das Booklet noch nicht lesen. Aber ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem drüber, dass diesmal ein absolut großartiges Cover mehr seinen Weg in meine Sammlung gefunden hat. Dann gehen wir das Ganze einmal von der rechten Seite an und arbeiten uns quasi ein kleines bisschen zurück. Irgendwie ein bisschen der Stilbruch heute im Sammlungsupdate, dass ich dann gleich mit den ganzen Mediabooks weitergemacht habe und nicht die einfachsten Reviews abgearbeitet habe. Aber da kam vergangene Woche auch von Amazon eine Menge zu mir, nämlich zu Beginn einmal die drei noch ausständigen Titel von der Aktion 10 Blu-Rays um 50 Steine. Da habe ich euch ja in den letzten, ich glaube beiden Sammlungsupdates schon fast, bereits einige Titel vorgestellt, aber drei haben noch gefehlt und die sind mittlerweile auch bei mir gelandet. Nämlich einerseits das hochkarätig besetzte B-Movie Lake Placid, wo ich tatsächlich eigentlich der Meinung bin, dass ich den Film noch gar nicht gesehen habe.
bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Worauf ich auch sehr, sehr gespannt bin, ist Killing Them Softly mit Brad Pitt. Ein Film, wo mir zwar das Cover nicht wirklich gut gefällt, wo ich es aber zumindest Universum-Film anrechnen muss, dass sie auch neben dem großen FSK-Logo auch zumindest auf diese Kritiker-Zitate verzichtet haben, auf dem eigentlichen und richtigen Covermotiv, wo ich auch weiß, dass es in Amerika ein Steelbook gibt, das mir persönlich allerdings nicht ganz so wichtig ist, weil ich das Cover-Artwork von dem eigentlich nicht so besonders schick finde. Der letzte Titel ist ein Film, den ich vor Ewigkeiten schon einmal gesehen habe. Ich glaube, damals war er bei irgendeiner Fernsehzeitschriften-DVD oder so drauf. Natürlich ohne Originalton oder sonst irgendwas, was für mich ja eigentlich gar nicht geht. Aber ich habe ihn, wie gesagt, vor Ewigkeiten einmal gesehen, habe ihn gar nicht so schlecht in Erinnerung und habe dann jetzt im Rahmen dieser Aktion zugeschlagen, die ja, muss man auch wirklich sagen, nicht die einzige aktuelle Multi-Buy-Aktion ist, die man bei Amazon antreffen kann. Es gibt jetzt dann auch noch eine, wo man 6 Blu-Rays um 30 Euro kriegt. Also in Wirklichkeit mehr oder weniger genau dasselbe, weil eine Blu-Ray kostet dann ungefähr, also genau 5 Euro. Diesmal allerdings nicht mit dem Sortiment von überwiegend Universum Film, Concord und Co., sondern mit Paramount und Universal Pictures. Und auch da fiel es mir überraschend unschwer, könnte man sagen, auf 6 Titel zu kommen. Da habe ich einmal bei Universal reingeschaut, einerseits bei dem Film Auf die harte Tour mit Michael J. Fox und James Woods, was ein Film ist, der mich eigentlich wirklich interessiert, aus dem Jahr 1991. Sieht relativ cool aus. Das Einzige, was mir bei dem Film irgendwie relativ komisch vorkommt, ist dieses Covermotiv. Ich weiß nicht. Sneakers habe ich vielleicht auch irgendwann einmal im Vorbeifliegen im Fernsehen gesehen, aber alleine die Namen, die Darsteller, die da mitspielen, Robert Redford, Danny Aykroyd, Ben Kingsley, River Phoenix, Sidney Poitier und so weiter, ist eine großartige Besetzung und ein Film, den ich mir definitiv dann irgendwann einmal auch noch in Ruhe anschauen möchte, wo man eben wieder einmal merkt, diesmal kann ich mich echt nicht übers Artwork aufregen, weil das ist das offizielle Artwork von dem Film. Ich bin mir jetzt auch gar nicht einmal sicher, ob das nicht bei Auf die harte Tour auch das Originalposter ist. Wenn ja, gefällt mir halt einfach das nicht. Weil was mir definitiv nicht gefällt, sind diese Artworks, die Paramount hier verwendet hat, wie zum Beispiel bei Die Firma. Ein Cover, das ich persönlich einfach nur absolut schrecklich und furchtbar finde, das auch hinten eigentlich irgendwie aussieht wie so ein billiges Paint Amateurprojekt oder Photoshop Amateurprojekt, die Bilder und diese riesige Schrift und alles irgendwie und blech. Nein, das kann überhaupt gar nichts, zumindest dankenswerterweise mit Wendecover, wobei das finde ich dieses Cover Artwork auch nicht unbedingt rettet. Dann gibt es mit Ben Affleck und Morgan Freeman den Anschlag. Das ist ein Actionfilm, der nicht in der Jack Ryan Collection komischerweise drinnen war, das war ein Steelbook, habe ich extra nachgeschaut mit 3 Filmen auf Blu-ray und genau der war nicht dabei, deswegen habe ich mir den jetzt dann noch extra geholt. Außerdem, wo wir gerade vorher beim Thema grottenschlechte, furchtbare Cover Artworks waren, herzlich willkommen beim Marathonmann, ein weiteres Cover, das ich einfach nur furchtbar finde, aber ist, oh deppert, ist das schlecht. Wo mich aber der Film definitiv interessiert und ich den unbedingt noch einmal sehen möchte, ich habe ihn noch nie gesehen, deswegen bei der günstigen Blu-ray zugeschlagen. Außerdem, der letzte Titel, den ich mir da geholt habe, ist Lemony Snicket's Rätselhafte Ereignisse. Ein Film, den ich eigentlich schon sehr, sehr lange in der Sammlung haben möchte, einzig und allein wegen Jim Carrey. Bin ein riesengroßer Jim Carrey-Fan. Ich liebe seine Art, Schau zu spielen. Natürlich seine Komödien wie Ace Ventura, Dumm und Dümmer und so weiter sind mit das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Also ich kann durchaus behaupten, Jim Carrey und
Leslie Nielsen sind da wirklich meine Lieblingscomedians und Jerry Lewis und natürlich ein paar andere auch noch, aber die zwei ganz, ganz, ganz besonders. Und auch wenn Jim Carrey ernste Rollen spielt, wie beispielsweise bei der Nummer 23, ist er ein wirklich, wirklich guter Schauspieler. Und ich kann mich noch erinnern, die allererste Szene bei der Nummer 23, wo er den Hund einfangen musste, die er wirklich, wirklich ziemlich furchteinflößend rüberkam. Apropos furchteinflößend, ich habe, wie eingangs schon erwähnt, vergangene Woche zum allerersten Mal das Experiment gewagt, über Facebook bei so Steelbook- und Sammlergruppen einzukaufen und muss sagen, ich habe gleich einmal ein dezentes Wechselbad der Gefühle erlebt. An der Stelle auf jeden Fall, bevor wir uns die drei Steelbooks, die da jetzt als nächstes kommen, ganz, ganz großen Dank an Julian, der mir das Steelbook zu Drive, das Mondo Steelbook, überlassen hat. Das war wirklich großartig verpackt, sieht super aus, alles tipptopp. Dann habe ich von einem zweiten Verkäufer noch zwei Steelbooks gekauft, nämlich Run All Night und Gänsehaut. Auch hier großartig verkauft. Allerdings könnte man meinen, dass hier vielleicht dezente Kommunikationsprobleme vorgelegen haben, weil als ich zum Beispiel gefragt habe, ob bei dem Film Gänsehaut dieser Flyer, dieses Papier, das um das Steelbook herum ist, auch dabei ist, weil es eben auf dem Foto, das er auf Facebook gepostet hat, nicht zu sehen war, meinte ich natürlich, ob das Teil auch intakt ist und nicht, ob es gefaltet drinnen liegt. Und noch lustiger finde ich natürlich, als ich gefragt habe, ob bei Run All Night dieser Ultraviolett Digital Copy Code dabei war, meinte ich natürlich nicht, ob einfach nur der UV-Code-Zettel noch in dem Steelbook drinnen ist, sondern ob der Code tatsächlich auch vielleicht unter Umständen noch nicht eingelöst ist. Aber da werde ich dann auf jeden Fall noch einmal Kontakt aufnehmen, weil das sind ehrlich gesagt Sachen, die mich persönlich als Sammler relativ ärgern, wo ich mich zugegebenermaßen dann auch ein kleines bisschen verarscht fühle. Aber schauen wir jetzt einmal auf das aktuelle Steelbook von Sony Pictures. Da haben sie es ja tatsächlich geschafft, bei dem deutschen Gänsehaut 3D Steelbook im Gegensatz zu anderen aktuellen Steelbooks von ihnen auf dem Spine auch wirklich den Filmtitel aufzudrucken. Ist auch eigentlich ein Wahnsinn, über was wir uns heutzutage schon alles freuen müssen. Ein Cover Artwork, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und das für mich eigentlich die einzige Version ist, die ich von diesem Film in meiner Sammlung haben möchte, weil ich nach wie vor einerseits das Konzept 3D zu Hause relativ cool finde, auch die Qualität von meinem Samsung 3D-Gerät relativ genial finde und es sehr, sehr, sehr schade finde, dass die Labels immer mehr Abstand offensichtlich von 3D nehmen, dass ja teilweise einige große Hersteller die Produktion von 3D-Fernsehen überhaupt schon eingestellt haben und dass eben aktuelle 3D-Blu-rays fast nicht mehr in irgendwelchen Limited Editions oder sonst was erscheinen. Auf dem Backcover auch ein sehr, sehr, sehr cooles Design. Es gibt von dem Film übrigens einige Sonderauflagen. Es gibt auch ein normales 2D Blu-ray Steelbook. Es gibt dann auch noch ein Mediabook, ein Digibook in Blu-ray Größe. Was ich bei dem allerdings extrem wild finde und was mich beim Digibook sehr, sehr stört, ist, dass da auf dem Spine nicht nur nicht der Filmtitel steht, sondern es steht irgendwie so etwas, das ultimative Blu-ray-Erlebnisbuch oder sonst irgendein Schwachsinn. Da haben wir jetzt dann gleich den Grund, warum man sich wirklich sehr, sehr genau erkundigen sollte, wenn man irgendetwas aus irgendwelchen Facebook-Gruppen kauft, weil natürlich möchte ich bei einem aktuellen Blu-ray-Steelbook diesen Banner außen kleben haben, weil der ja einerseits auch zum Schutz vom Steelbook dient, dass dann das Backcover nicht zerkratzt und natürlich möchte ich das Ganze auch nicht mit einer Falte drinnen haben. Das finde ich wirklich absolut furchtbar, aber im Inneren ist das Steelbook dann wieder, wie ich es von Sony nicht anders gewohnt bin, absolut großartig. Zwei unterschiedliche ganz coole Artworks auf den beiden Discs, eine Blu-ray 3D, eine Standard Blu-ray und dann hier ein durchgehendes Cover Artwork mit der Gottesanbeterin offensichtlich drinnen. Wahnsinn und sieht eigentlich cool aus.
Und auf den Film bin ich ehrlich gesagt auch schon relativ gespannt, hatte natürlich noch keine Zeit, ihn mir wirklich vor dem Sammlungsupdate jetzt anzuschauen, was in erster Linie den Grund hat, dass ich momentan wieder nicht unbedingt zum Filmeschauen komme und sehr, sehr viele Sachen zu tun habe. Andererseits ist es auch so, dass ich jetzt wieder zum Spielen komme. Da werden wahrscheinlich wieder die ein oder anderen Livestreams auf euch zukommen. Und ganz besonders freue ich mich auf den Film deswegen, weil ich damals als Kind die Gänsehautromane tatsächlich verschlungen habe. Und auch wenn die Kritiken nicht so gut sind von dem Film, bin ich zumindest einmal gespannt, was er mir bietet. Ein weiterer Film, auf den ich ziemlich gespannt bin, ist Run All Night mit Liam Neeson, der, ich sage jetzt einmal, auf meiner Liste und auf meiner Watchlist nicht erst seit 96 Hours Taken steht, sondern den ich schon damals, schon länger als wirklich, wirklich coolen Schauspieler empfinde, aber einer der in meinen Augen besten Schauspieler, die es gibt, ist Vincent D'Onofrio, der natürlich als Bösewicht immer wieder absolut genial ist, der allerdings auch in seiner Fernsehserie eine wirklich geniale Figur gemacht hat und einfach alleine, wenn man denkt an Filme wie The Cell, absolut den durchgeknallten toll spielen kann. In der Zwischenzeit habe ich einmal diesen Papierflyer vom Steelbook runterbekommen, der eben natürlich auch auf das Frontcover überlappt und hier die Altersfreigabe bietet, sodass das Steelbook, das hier bei mir übrigens in der Erstauflage gelandet ist, ein bisschen verdeckt. Die Zweitauflage vom Steelbook bietet zwar ebenfalls so einen Backcover-Flyer, aber ist dann grundsätzlich wesentlich einfacher ausgestattet. Es gibt keinen Ultraviolett-Code mehr dabei und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wie von den billigen Warner Steelbooks gewohnt, auch kein Innendesign mehr, wobei das Innenartwork von dem Steelbook auch nur bedingt meinen Geschmack trifft, weil ich es eben persönlich sehr, sehr gerne habe, wenn die Innenartworks durchgehend sind und ich hier so ein kleines bisschen bei der Collage das Gefühl habe, man konnte sich nicht für ein Bild entscheiden. Bin aber auch der Meinung, dass das Steelbook innen ziemlich, ziemlich cool ausschaut und dass es außen ziemlich geil ist, was man hoffentlich sieht, wenn ich das Steelbook so bewege, dass es mit Ausnahme von der Waffe in Liam Neesons Hand hier keinerlei metallischen Steelbook-Effekt bietet, dafür aber wirklich kräftigen, matten und überzeugenden Druck. Leider eben, weil ich vorher die UV-Copy angesprochen habe, in meinem Fall trotzdem nicht dabei, aber was soll's, vielleicht wird man sich da ja dann noch irgendwie einig, schauen wir mal. Ihr habt auf meinem Kanal definitiv schon die ein oder andere Vorstellung zu einem Mondo Steelbook gesehen. Ich besitze ja tatsächlich alle davon, egal ob sie jetzt aus Kanada, England oder sogar wie bei Boondock Saints Deutschland kommen. Das war ganz besonders schwer. Und auch die Avengers Steelbooks, die dann aus dem asiatischen Raum kommen, sind bereits vorbestellt. Das Einzige, das mir noch gefehlt hat in meiner Mondo Steelbook Sammlung, ist das allererste, das erschienen ist. Damals tatsächlich nicht mit der Nummer 1, sondern noch mit der Nummer 0 auf dem Spine, weswegen ich mir auch längere Zeit gedacht habe, okay, dann fängt meine Sammlung halt bei 1 an, aber das Drive Mondo Steelbook ist ja dann doch ein wirklicher Hingucker und sicher eines der genialsten Artworks, die es zu diesem Film gibt und generell finde ich auch eines der genialsten Artworks aus der Mondo Steelbook Reihe, gefällt mir absolut genial. Und jetzt ist dann meine Mondo Steelbook Sammlung wirklich ganz, ganz, ganz komplett. Danke eben wirklich an der Stelle an Julian, der es mir überlassen hat und an Daniel von Celluloid Bluff, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es Julian überhaupt verkauft. Eine geniale Idee, den Tacho vom Auto als Disc Design zu verwenden. Das finde ich ja absolut großartig. Das sieht
toll aus und auch hier im Inneren ein fantastisches, cooles Artwork. Sicherlich eines der schönsten Mondo Steelbooks, wahrscheinlich eines der schönsten Steelbooks aus meiner Sammlung. War nicht billig, aber war es definitiv wert. Und ich muss ja sagen, es gibt ja eben in den Facebook-Gruppen netterweise viele Sammler, die gerne zu fairen Preisen verkaufen. Es gibt natürlich auch viele, die dann Wucherpreise verlangen und ja, okay, sollen sie, werden es wahrscheinlich eh nicht verkaufen. Aber danke eben, Julian, auch, dass du einer von denen bist, die wirklich faire Preise wählen. Dann habe ich auch Post wieder aus Tschechien bekommen. Ein neuer Release von Film Arena ist der aktuelle Film von Michael Bay, nämlich 13 Hours. Man muss ja sagen, dass die Filme von Michael Bay relativ gerne heftig in der Kritik stehen und dass vielleicht böse Zungen behaupten können, 13 Hours ist ja auch ungefähr das, wie lang Transformers 4 gefühlt gedauert hat. Ich war allerdings relativ überrascht, dass ich dann zu diesem Film doch relativ viele, relativ positive Stimmen gehört habe und dass ich dann auch noch das Glück gehabt habe, diesen Release von Film Arena zu bekommen, habe nämlich eigentlich die Vorbestellung verpasst, habe mich dann auf die Warteliste schreiben lassen und tatsächlich irgendwann, ich glaube sogar 2-3 Wochen später, also es war relativ lang später, eine E-Mail bekommen von Film Arena, dass sie mir das Teil anbieten und dass ich es bestellen kann. Und das habe ich dann natürlich auch gleich gemacht. Außen wieder wunderschön in matt, allerdings hier so ein partieller Spotlack beim Titelschriftzug, beziehungsweise ziemlich gepunktet hier, wie man es zum Beispiel auch schon kennt vom Film Arena Full Slip von Everest damals. Dann gibt's das Steelbook wie von Film Arena gewohnt wieder mit einem Lenticular. Das vielleicht ein kleines bisschen patriotisch rüberkommt, aber naja, ist ja auch quasi ein Hurra US-Militärstreifen. Vielleicht ein kleines bisschen versteckt, wenn wir uns den Namen des Regisseurs anschauen. Aber das Steelbook, das drunter ist, ist das bekannte Steelbook, das es auch in Deutschland in geringerer Auflage gibt. In Österreich habe ich es noch nicht gesehen. Eigentlich relativ schön gemacht mit einem geprägten Filmtitel, mit einem Hintergrunddesign. Das finde ich den metallischen Steelbook-Effekt sehr, sehr gut durchlässt. Außerdem bei dem Soldaten auf dem Cover dann auch partiellen Glanzlack einsetzt, sodass sich der schön abhebt von dem Rest. Das Ganze macht optisch, finde ich, einen wirklich coolen Eindruck. Und außerdem gefällt mir in dem Fall auch, dass das Backcover nicht fad und unspektakulär aussieht, aber trotzdem das Frontcover-Artwork fortsetzt. Das ist ja wirklich absolut cool. Im Inneren dann etwas weniger cool, muss man ja fast sagen, das aktuelle Standard-Design von Paramount Steelbooks. Einerseits leere Discs ohne irgendein Disc-Design und andererseits ein Innenartwork nach dem Motto: Puh, welches von den ganzen Bildern nehmen wir denn bloß? Naja, wurscht, nehmen wir doch einfach alle. Außerdem war in diesem Steelbook drinnen eine kleine Tasche mit ein paar Goodies zum Release. Die lasse ich allerdings bei mir dann immer verpackt. Da sind mehr oder weniger kleinere und größere Karten und so weiter dabei. Außerdem gibt es natürlich, wie von einem Film Arena Release gewohnt, auch bei diesem Titel ein Booklet im Querformat, wo es einerseits Bilder aus dem Film gibt, aber, wenn mich nicht alles täuscht, hoffentlich auch diesmal wieder Bilder vom Set, die dann meistens etwas weiter hinten kommen. Genau hier, Michael Bay hält voll drauf. Eine nette Sache, ein nettes Fotobuch für zwischendurch, kann man ja mal drüber blättern. Außerdem kommen wir jetzt dann langsam zum absoluten Highlight von diesem Sammlungsupdate und etwas, was für mich sicherlich zu den größten Momenten zählt, die ich bis jetzt auf YouTube gepostet habe und die ich jetzt mehr oder weniger hier mit euch teile.
hab's vergangene Woche bekommen. Das wertvollste Stück in meiner Filmsammlung. Das großartigste Teil, das ich aktuell bei mir habe. Meine Deadpool VHS-Kassette. Dieses Ding ist limitiert auf nur 100 Stück und hat eine, eine richtig wilde Geschichte hinter sich, denn es handelt sich um ein exklusives Stück von der San Diego Comic Con 2016. Da war es so, dass man am Stand von 20th Century Fox den Film Deadpool in einer eigenen SDCC Blu-ray-Version kaufen konnte. Die ersten 250 von diesen Blu-rays jeden Tag, also insgesamt 1000 Blu-rays, waren von Ryan Reynolds persönlich unterschrieben und die ersten 25, die sich den Film jeden Tag gekauft haben, bekamen auch dieses VHS-Band. Sprich, diese Videokassette ist auf nur 100 Stück limitiert und wurde dort dann natürlich auf der SDCC nicht nur von den Sammlern gerne geholt, sondern natürlich auch von Leuten, die es weiterverkaufen wollten, die damit massig Kohle machen wollten. Immerhin hat mich mein Stück $350 gekostet, leider mit einer Global Shipping Geschichte, wo auch dann Zoll sofort mitbezahlt wird. Also insgesamt habe ich für das gute Stück 420 Steine hinblättern können. Aber ganz ehrlich, es gab die Kassette an 4 Tagen an einem Ort. Es ist die Unterschrift von Ryan Reynolds drauf. Es gibt weltweit 100 Stück davon und teilweise finde ich bei eBay auch schon welche um 600 Steine. Also hat das Teil definitiv einen Platz in meiner Sammlung und ich fühle mich auch gar nicht einmal schlecht, dass ich es habe. Im Gegenteil, ich mache jetzt allerdings vor der Kamera etwas, das ich normal nicht mache. Ich wollte euch diese Kassette nur im Gegensatz zu den normalen Stücken zuerst einmal original verpackt zeigen. Ich weiß, bei den meisten Sammlern wird sie auch original verpackt bleiben. Da ich in meiner Sammlung aber nichts original verpackt lasse, packe ich auch diese Kassette aus, wollte es aber diesmal ausnahmsweise wirklich live vor der Kamera machen. Und hier sehen wir jetzt einmal die Kassette, die relativ billig natürlich verpackt ist, wie es damals fast üblich war bei diesen Kassetten. Und ganz ehrlich, die geilen Credits sind da drauf. Ich fasse es nicht. Wie es damals eben üblich war bei vielen amerikanischen Kassetten. Es ist keine Plastikhülle, sondern nur ein Papierschuber. Leider hier in meinem Fall hier unten relativ zerkratzt und relativ beschädigt, was ich irgendwie gar nicht leibend finde. Das Ganze schaut ein bisschen aus wie ein gebrauchtes Verleihtape, was definitiv in dieser Form nicht gewollt ist. Oder doch, ich kann's irgendwie nicht einschätzen, weil ich habe es definitiv original verpackt bekommen. Und so wie das Teil verpackt war, hat da auch beim Versand nichts passieren können. Dann schauen wir einmal, wenn wir die Kassette rausbekommen, Betonung liegt auf, wenn wir die Kassette rausbekommen, auf das eigentliche Tape, das hier wirklich fest und wirklich gut drinnen ist. Jetzt geht's. Hier kommt Deadpool, eine Aussage, die definitiv gar nicht beabsichtigt, zweideutig ist. Nein, nein, hier ist das gute Stück Deadpool auf Video. Ist das geil. Ja? Natürlich eine original funktionierende VHS-Kassette. Ich werde es aber natürlich nicht ausprobieren, weil auch wenn ich wahrscheinlich einer der wenigen Sammler bin, der dieses Teil überhaupt ausgepackt hat, werde ich trotzdem nicht der wahrscheinlich weltweit einzige sein, der die Kassette tatsächlich spielt. Dafür ist das Teil dann, finde ich, doch zu schade, da zu riskieren, dass irgendetwas passiert. Das Ganze ist einfach nur geil und definitiv das Highlight meiner Sammlung.
Außerdem muss ich dazu sagen, dass, ich habe es ja vorher schon erwähnt, auch eine Blu-ray von dem Film auf der San Diego Comic-Con verkauft wurde. Die werde ich vermutlich nächste Woche bekommen und euch dann nächste Woche im Sammlungsupdate zeigen können. Natürlich habe ich mir die auch bestellt. Ja, absolut klar. Gulp. Aber die kommt erst, die habe ich noch nicht. Die seht ihr dann im nächsten Sammlungsupdate. Aber ein gutes Deadpool-Stück habe ich zum Abschluss noch. Das ist nämlich das mit Abstand wertvollste Deadpool-Trade. Paperback, das ist das allererste Comicbuch, das von Deadpool da quasi veröffentlicht wurde, im Jahr 2011. Außerdem ist es eines der wenigen, das wirklich selten und wirklich out of print ist, wo ich mich lange, lange bemüht habe, es zu bekommen und jetzt dann irgendwann einmal aufgegeben habe und es über Amazon im Marketplace gebraucht gekauft habe. Insgesamt hat das Teil, glaube ich, dann 44 Euro gekostet, was natürlich mehr als das Doppelte ist, was so ein TPB normal kostet, aber es ist eben auch wirklich selten und das, wovor ich mir am meisten Sorgen gemacht habe, der Zustand, der ist eigentlich in Ordnung. Es ist auf dem Frontcover eigentlich nichts zu erkennen, das mich wirklich stört. Das Spine ist komplett intakt, nur ich fürchte sogar durch den Versand jetzt ist hier oben etwas angeknackst, aber da muss man sagen, dafür, dass es von einem Secondhand-Laden aus England hergeschickt wurde, trotzdem überraschend, dass das Teil einen besseren Zustand hat als die meisten Comics, die ich direkt über Amazon bekomme. Jetzt ist meine Deadpool Trade Paperback Sammlung auf jeden Fall 100% komplett. Das Einzige, das ich mir nur überlegt habe, ist, dieses Comic wurde ja quasi dann aus irgendeinem Grund auch nicht noch einmal aufgelegt und es blieb bei dieser Auflage, die eben auch aus diesem Grund so selten und teuer ist. Ich habe mir überlegt, ob ich warten soll, weil es erscheint als Nummer 17 von der Deadpool Classics Reihe, von der ich euch ja auch hier in meinen Sammlungsupdates relativ viel gezeigt habe, erscheint dann eine Sache, wo auch diese Geschichte und diese Dings drinnen ist. Ich habe mir überlegt, ob ich auf das warten soll, wo es natürlich dann wesentlich billiger ist, wo ich wahrscheinlich 15 bis 20 Euro weniger bezahlt hätte. Aber da wäre dann neben dieser Geschichte auch noch Return of the Living Deadpool bzw. Night of the Living Deadpool dabei. Außerdem wäre es eben die Nummer 17 von den Classics. Ich habe die Nummer 16 nicht, weil da waren nur Geschichten drinnen, die ich schon einzeln habe. Und wenn ich dann von der Classics Nummer 15 auf die Nummer 17 gehe, kann sich natürlich jeder Sammler vorstellen, dass das für mich irgendwie schade ist. Müsste ich mir dann vielleicht auch die Nummer 16 noch einmal doppelt checken und dann war es wiederum einfach billig, sich das gebraucht zu holen. Und jetzt habe ich definitiv alles, was mir gerade eingefallen ist, auch wenn es natürlich nicht besonders schön ist. Ich werde bei dieser Videokassette mir wahrscheinlich auch diese Originalverpackung so dezent aufheben, dass die Kassette zumindest zu einem Teil geschützt bleibt und von diesem Schutz ein bisschen profitiert, beziehungsweise dass ich es zumindest dabei habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass ich dieses Ding jemals verkaufe, ist natürlich absolut nichtig und absolut gering. Weil gemeinsam, also ich glaube preislich, die Top 3 meiner Filmsammlung aktuell sind auf der Nummer 1 um damals ungefähr 500 Euro. Die Borderlands Claptrap Edition, dann auf Platz 2 jetzt die Deadpool VHS mit 423 Steinen und auf Platz 3 kommt dann bereits das Scarface Humidor, den ich damals bei einer besonderen Aktion bei Amazon, glaube ich, um 330 oder so gekauft habe. Absolut, eigentlich, absolut wundert es mich nicht, dass nicht neben mir bereits die Tür aufgegangen ist und ich irgendwie abtransportiert wurde, aber nein, ich weiß, ich bin durchgeknallt, aber ganz ehrlich, mir war das wahnsinnig wichtig, das weltweit seltenste Stück von Deadpool zu haben, dem Film, wo ich persönlich sage, ich möchte wirklich
alles haben. Ich habe mir schon die Manta Lab Slips von Deadpool organisiert. Filmarena wird natürlich auch gekauft. Das Einzige, das mir aktuell noch fehlt, sind die beiden Kimchis. Die habe ich damals verpasst, werde ich aber hoffentlich ebenfalls noch bekommen. Da warte ich jetzt dann drauf, dass einmal Filmarena und Manta Lab erschienen ist, weil gut waren die Kimchis, glaube ich, von der Qualität her nicht oder beziehungsweise von der Ausstattung her. Deswegen gehe ich davon aus, dass die dann ein bisschen im Wert und im Preis fallen. Eine Überlegung, die mir übrigens vor ungefähr einer Stunde auch gekommen ist, die ich natürlich bei dem Wade Wilsons War Comic auch haben hätte können, dass ich mir da sage, ich warte einmal, bis die Neuauflage in der Classics Edition erschienen ist, weil dann womöglich diese Version etwas weniger kostet. Kam mir aber der Gedanke erst, nachdem ich das Comic habe. Wurscht, ich brauche mich nicht ärgern, ich habe es in einem Zustand, der für mich in Ordnung ist, der für ein 5 Jahre altes Secondhand-Teil aus England auch durchaus okay ist, wobei natürlich die eine abgestoßene Ecke hinten alles andere als schön ist, aber ich habe vergangene Woche wirklich mächtig Zeug dazu bekommen in meine Sammlung. Freue mich riesig über viele der Teile, die ich da bekommen habe. Natürlich allen voran über die geniale Deadpool VHS. Und ihr seht dann aus diesem Sammlungsupdate kommende Woche von mir einen Blu-ray-Check zum Mediabook von Das Ritual. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Film, sehr, sehr gespannt auf das, was ich da geboten bekomme. Und es tut mir leid, ich muss leider so kitschig sein und hier ganz am Ende von dem Sammlungsupdate ein bisschen ranzoomen. Bin so happy, dass ich dieses Teil habe. Sage euch wie jeden Sonntag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen hier beim allwöchentlichen Sammlungsupdate auf Playzocker Reviews. Wer sich für meine Sammlung interessiert, der bekommt das Sammlungsupdate normalerweise wirklich jeden Sonntag um 17 Uhr. Ich sage nur, nächste Woche kann ich noch nicht 100% versprechen, dass es sich mit Sonntag ausgeht. Ich werde nämlich erst am Sonntag irgendwann einmal zu Hause ankommen, weil ich ja die komplette nächste Woche gemeinsam mit dem Alex vom DVD-Forum in Köln auf der Gamescom verbringe. Also wer mich auf der Gamescom zufälligerweise treffen sollte, ich freue mich riesig, wenn ihr einfach herkommt und Hallo sagt und wir vielleicht tatsächlich ein paar Minuten plaudern können. Wäre für mich auch absolut genial. Ich freue mich riesig auf die Gamescom, freue mich schon auf alles, was da passiert. Kann aber nur sein, dass falls ich nächste Woche zu spät zu Hause lande, sich das Sammlungsupdate erst am Montag ausgeht. Ansonsten gibt es natürlich die kommenden Woche. Danke für die Verabschiedung von den Emrys, die jetzt da off-camera umgefallen sind. Gibt es in den Wochen drauf das Sammlungsupdate wieder am Sonntag um 17 Uhr mit allen Sachen, die in der vergangenen Woche bei mir gelandet sind. Außerdem zwischendurch reinschauen auf dem Kanal zahlt sich definitiv aus, weil ich ganz besondere Ausschnitte aus den Sammlungsupdates mit den Special Collectors Editions separat in meiner Rubrik Sammelsurium bringe, dass man definitiv nichts verpasst, beziehungsweise auch über die Suchfunktion meine kleineren und kürzeren Sammlungsvorstellungen und Sammlerstückvorstellungen findet. Ausführliche Geschichten gibt es im Blu-ray-Check oder bei Zocki Platz der Kragen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr von den verschiedenen Formaten haltet, beziehungsweise was ihr auf meinem Kanal gerne sehen wollt. Es wird in der nächsten Zeit hoffentlich wieder den ein oder anderen Trophy-Guide, beziehungsweise Livestream von der PlayStation geben. Dazu muss ich allerdings wieder einmal Zeit zum Spielen haben. Apropos Zeit zum Spielen, ich glaube, ich muss mir jetzt meine Deadpool VHS noch ein kleines bisschen länger anschauen. Euch entlasse ich für das heutige Sammlungsupdate, sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch eine wunderschöne nächste Woche, wünsche euch eine großartige Zeit, falls ihr nächste Woche auch auf der Gamescom seid. In diesem Sinne, wir sehen uns definitiv wieder auf diesem Kanal und keep up the crazy work.